Leute, auf geht's. Und ja, klasse. Ja, wunderbar. Ihr macht das klasse. Weiter so, gebt's mir. Perfekt. Lachen, Bewegung. Klasse. Ihr macht das wunderbar. Lächeln, Bewegung. Ihr macht das ganz, ganz klasse. Super. Ja, weiter so. Perfekt. Lächeln, bewegen. Genau so. Perfekt. Stopp, 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 stopp. Wer ist das denn? Gehört das zu euch? Nee, den kennen wir auch nicht. Entschuldigung, gehen Sie mir aus dem Bild. Wir machen hier Fotos für Top Aachen, nicht für Flop Aachen. Weiter. Perfekt. Klasse. Herr Ranama, bekommen wir denn auch Karten für die Top Aachen? Ja klar, in 3 Jahren. Aber wenn du so durchstartest, bist du irgendwann mal ein schöner kleiner Stern am Schauspielhimmel. Und dann bist du bei mir auf dem roten Teppich und dann kennt dich jeder. Sie sind einfach wunderbar, Herr Ranama. Ja, okay, komm. Dann habe ich dich halt entdeckt. Mist, ich hatte eben doch noch eine. Ich gucke es mir zu Hause in Ruhe an. Vielen Dank, Herr Ranama. Sie sind einfach wunderbar. Ich glaube es jetzt nicht. Unverschämtheit. Wie kommst du an die Karte? Ich kenne noch nicht mal 10 Leute. Fragen Sie doch die Leute. Ich bin komplett, der nervt uns schon den ganzen Tag. Lass mich mal machen. Folgender Vorschlag. Da fragen wir mal 10 Leute, die hier zufällig vorbeikommen und sollten nicht mindestens 9 kennen, kannst du die Karte behalten. Alles klar. Ja, machen wir so. Also ich bin es ja gewohnt, seriös zu arbeiten. Aber hätte ich gewusst, auf was ich mich da einlasse, ich weiß es nicht. Wir haben uns so gefreut auf das Shooting. Und dann kam dieser Typ, voll creepy. Entschuldigung, darf ich was fragen? Aber ja doch. Kennen Sie diesen Typen? Oh ja, den kenne ich. Furchtbarer Typ. Ganz furchtbarer Typ. Schlampige Diktion, grässliches Outfit, penetrant, ganz billiges Aftershave zum Abgewöhnen. Sie sind mir doch nicht böse, dass ich ehrlich bin, ja? Nein, ja? Um Gottes Willen. Okay. Guten Tag. Guten Tag, der Herr, hallo. Kennen Sie diesen Typen? Er meinte mir, Sie würden ihn kennen. Dieser Typ? Dieser Typ. Natürlich kenne ich den. Wissen Sie, wo der wohnt? Nein, wieso? Der Typ, der schuldet uns doch richtig viel Geld. 154,5 Bier hat der noch nicht bezahlt. Wenn Sie ihn also sehen, schicken Sie bitte sofort hierhin. Entschuldigung, kann ich dich was fragen? Sag mir bitte, dass du diesen Typen nicht kennst. Den? Ja. Der war doch neulich bei der Beerdigung von meinem Vetter. Ein Bootsunfall. Traurige Geschichte. Dieser Mann hat das halbe Buffet aufgegessen. Mit ganzer Kaviar. Aber er war nicht eingeladen. Nee, oder? Oh doch. Wenn ich den in die Finger kriege. Das wird meine Familie nicht vergessen. Gnädigste, darf ich Sie was fragen? Ja, klar. Kennen Sie diesen Typen? Ja, na klar. Immer dienstags, mittwochs und freitags. Das darf nicht wahr sein. Ja, das ist aber ein ganz lieber Kerl. Der hat mir mal eine Busfahrkarte geschenkt. Okay. Ja, das kam so. Ich habe in der Stadt eine Wohnung besichtigt. So, so. Auf dem Rückweg fing es an zu regnen. Ich musste den Bus nehmen. Aber meine Streifenkarte war leer und ich hatte mein Portemonnaie zu Hause vergessen. Da kam der junge Mann um die Ecke und... Danke, das war... Danke, danke. Hi Kids, darf ich euch was fragen? Habt ihr diesen Typen schon mal gesehen? Ja klar, der war doch bei uns in der Schule. Er hat uns etwas gezeigt. Wie man Musik aus dem Internet herunterlädt. Für umsonst. Wirklich? Ja. Oh Gott. Sag mal Jacqueline, ist das nicht der falsche Austauschlehrer, der dir dein Skateboard geklaut hat? Ja, nur ausgeborgt. Da ist er doch. Kann ja nicht sein, dass ihn jeder kennt. Komm mal mit, wir fragen mal hier die vorne die Frau. Entschuldigung, kennen Sie diesen Typen?
Ne, wüsste ich jetzt nicht. Ja, endlich. Endlich kennen die mir... Momentchen mal. Der Kerl war bei mir auf der Arbeit im Autohaus und hat eine Probefahrt gemacht. Wie, was hat er denn gemacht? Radkappen geklaut? Nee, das nicht. Aber der hat einen ganzen Umzug mit dem Wagen gemacht. Der ist in München, Hamburg und Berlin geblitzt worden. Und er hat meine Plätzchen aufgegessen. Hat er ein Auto gekauft? Nee, kein Auto. Also heutzutage meinen ja viele, sie wären prominent. Aber der Typ... Ich möchte mich dazu gar nicht äußern. Entschuldigung. Der Typ da hat mir mein Date ausgespannt. Beim Speed-Dating. Dankeschön. Können wir aufschreiben, oder? Na klar, ist gar kein Problem. Wer sagt eigentlich, dass ich die Leute, die ich frage, von hier sein müssen? Entschuldigung, darf ich was fragen? Ja. Kennst du diesen Typen? Ja. Deppach, 진짜 대박. 어쩜 이렇지? 저 완전 팬이에요. 저 혹시 이분 실제로 아세요? Ich kacke ab. Ja, 아니, 실제로 아세요? Ich kacke ab. 아니, 저 괜찮니? 연락처라도 아시면 저 이분 좀 만나게 해주시면 좋겠는데. Ja, kacke. 아니요. Ja, alles gut. Also für schwarze Tage gibt es ja so Abstufungen. Manchmal ist es ja auch nur dunkelgrau. Aber an dem Tag, ich konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Jetzt ist es mir auch sowas von egal. Neuen Hadder, da frage ich den dann mal und dann habe ich es hinter mir. Entschuldigung, kennen Sie diesen Typen? Nee, nie gesehen, tut mir leid. Sieht aber gut aus. Oh mein Gott. Okay, du hast gewonnen. Du bist eingeladen, aber benimm dich bitte, benimm dich. Kein Problem. Tolles Outfit, tolles Outfit. Eine Frage. Ja. Habt ihr auch Kaviar? Oh Gott. Ich gehe. Tschüss.